Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in diesem Video fragte mich Ekfariant, ob ich ein Tutorial mit dem folgenden Effekt erstellen könnte. Die ersten 10 LEDs sollten einen Regenbogeneffekt darstellen, die nächsten 10 sollten einen Zylonen-Effekt darstellen und die letzten 10 einen Ripple-Effekt. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Herunterladen der Programme. Fangen wir also an. Zuerst musst du die Hardware einrichten. In der Infokarte und in der Videobeschreibung findest du einen Link, wie du den WS2811 LED-Streifen mit dem Arduino verbindest. Der zweite Schritt besteht darin, den Code für den Arduino zu schreiben. Es hat mich sehr viel Zeit gekostet, dieses Programm zu schreiben. Ich würde mich daher sehr über ein Like und ein Abo freuen. Den Link zum Programm findest du in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, bitte kommentier unten, wenn du Verbesserungsvorschläge oder andere Ideen hast, was ich mit dem LED-Streifen machen soll.